Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Das haben wir, ich meine, vor ungefähr 2, 3 Wochen schon nochmal gehabt, und zwar Monde und Sonnen-Finsternis-Gebet. Und zwar Barakallahu fikum, jazakum Allah khairan, 463 Hadith, 463. Al-Mughira ibn Shu'bah radhiyallahu alayhi sagte, es gab Sonnenfinsternis zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an dem Tag, an dem sein Sohn Ibrahim verstarb. Die Leute haben gesagt, dieses Sonnenfinsternis ist wegen des Todes von Ibrahim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Sonne und der Mond sind zwei Zeichen von Zeichen Allahs. Sie lassen sich nicht finstern wegen Todes einer Person oder seines Lebens. Wenn ihr die beiden seht, dann bittet Allah subhanahu wa ta'ala und betet, bis das Finsternis zu Ende ist oder bis es weg ist. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Ibrahim war der Sohn von Maria. Maria war die Frau von unserem Propheten, die koptische Maria. Der Prophet hat sie als Geschenk bekommen. Und sie hat einen Sohn bekommen. Und Ibrahim war ungefähr 18 Monate. Im Jahre 4 oder im Jahre 10 ist er gestorben. Und an diesem Tag, an dem er starb, passierte ein Finsternis. Die Leute haben gedacht, das ist deswegen, weil sie von früher immer gedacht haben, wenn etwas passiert im Himmel, das hat mit Ableben oder mit Leben einer Person, wie die Sterne und so weiter. Deshalb haben die Leute gesagt, bestimmt, was passierte, ist dadurch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen erklärt, dass dies nicht der Fall ist. Er hat gesagt, Sonne und Mond. Hier Mond war nicht dabei, aber der Prophet erklärt mehr, damit die Leute auch keine Fragen mehr an diesem Zusammenhang haben. Er sagt, Mond und Sonne sind Zeichen Allahs. Und sie werden nicht versteckt oder sie werden, barakallahu fikum, nicht bedeckt, deswegen, dass jemand stirbt oder jemand geboren ist oder wurde. Und so, barakallahu fikum, der Prophet sallam, hat uns beigebracht, wenn sowas passiert, was wir tun. Er sagt, mit Gebet machen und beten, bis Sonnenfinsternis zu Ende ist. Und der Prophet sallam, sagt, wenn ihr das seht, also wenn wir das sehen, das heißt, wenn das bedeckt ist, wenn der Himmel bedeckt ist und wir sehen kann Finsternis, dann brauchen wir nicht zu beten. Aber wenn wir das sehen, dann müssen wir beten. Und deshalb sagen manche Gelehrten, manche sagen, das ist Sunnah und das ist eine sichere Sunnah, und Abu Hanifa sagt nicht. Und Abu Uwana hat in seinem Sahih überliefert, dass es Pflicht ist, dieses Gebet zu verrichten. Warum? Weil der Prophet sallam damit befohlen hat, Salawatu Rabbi wa Salamuhu alayhi. Bei Al-Bukhari 464, Al-Bukhari, barakallahu fikum, hat überliefert von Abi Bakra, Tuallahu alayhi, der Prophet sallam sagte, betet und macht Bittgebet, bis das zu Ende ist, was euch passierte. Und Aisha, radwanullahi alaiha, erzählte, der Prophet hat das Gebet, Finsternisgebet, laut gebetet. Er hat 2 Raka gebetet, aber mit 4 Ruku'a und 4 Sujud. Das wird barakallahu fikum, in 2 Raka, normalerweise in 2 Raka gibt es 2-mal Ruku', 2-mal Verbeugen.
Aber hier extra gibt es zweimal Verbeugen in einer Raka. Deshalb haben wir vier Rukur und vier Sujud in diesen zwei Raka. Und das ist das Spezifische. Und Barakallahu fikum bei Muslim, der Prophet hat jemanden geschickt, da hat er gesagt, As-Salatu Jami'a, das Gebet wird Gemeinschaft verrichtet. Und hier, Barakallahu fikum, das geht um dieses Gebet aus zwei Raka bestehen. Zwei Raka bestehen. Erster Raka macht man zwei Rukur, zwei Verbeugung, und zweite Raka auch zwei Rukur, und da liest man laut, aber es gibt auch Überlieferungen, dass man leise liest. Und hier haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten. Manche sagen, der liest immer laut, andere sagen immer leise. Manche sagen, der kann, wenn das in der Nacht ist, laut, und wenn das am Tag ist, leise. Und manche sagen, wie er will, der kann leise beten, laut beten, wie er will. Und das ist die richtige eigentlich Ansicht, dass man, wie man will, lesen. Der Muezzin oder jemand ruft und der sagt, das Gebet wird in der Gemeinschaft verrichtet. Die Leute versammeln sich. Sie beten, bis Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis zu Ende ist. Wenn Sie das sehen, wenn Sie das nicht sehen, dann brauchen Sie nicht. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ibn Abbas, radhiyallahu alayhi, 466. Ibn Abbas, radhiyallahu alayhi, erzählte, dass die Sonne, das ist zur Zeit vom Propheten, Sonnenfinsternis gab. Dann hat der Prophet sallam gebetet. Er hat so gebetet, sallam. Ersten Raka, aufpassen bitte. Ersten Raka. Er hat lange gelesen, Lesung. Lange Lesung gemacht, ungefähr wie Al-Baqarah. Wie Surah 2. Und dann hat er Ruku' gemacht, sallam. Verbeugen. Er hat auch lang gemacht. Dann, anstatt dann ist er wieder, der hat sich zurecht Sallallahu Alaihi Wasallam gemacht, dann hat nochmal Lesung gemacht, Sallallahu Alaihi Wasallam. Aber ein bisschen kürzer als die erste Lesung. Dann hat er sich verbeugen, dann stehen, dann Sujud. Und bei zweiten Raka hat er das gleiche gemacht, aber ein bisschen weniger als die erste Lesung. Und dann, sallallahu alaihi wasallam, nachdem er zu Ende war, die Sonne war frei, dann, man könnte das sehen, und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat eine Rede gehalten. Das heißt, spezifisch, was spezifisch hier, im ersten Raka, zweiten Raka, man macht zwar Verbeugungen und nicht nur eine, zwei. Und man liest ja lang. Man liest lang. Bei Muslim, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat 8 Verbeugungen gemacht und 4 Niederwerfungen. Das heißt, zwei Raka. Hier hat er 2 Verbeugungen. Nach der Überlieferung von Muslim 4 Verbeugungen in einer Raka. Und zweitens auch 4. Deshalb 8. Barakallahu fikum. Dann 467 Ali radhiyallahu alayhi hat auch gesagt 8. 8 Rukur und 4 Sujud. 468 Jabir, er sagte 6 Rukur und 4 Sujud. 469 Ubay ibn Ka'b. Ubay Ibn Ka'b. Er
Er sagt fünf Rukua und zwei, das wird unnormal Sujud, aber diese Überlieferung ist bei Abu Dawud. Wir haben damals auch gelernt, dass es schwach. Und deshalb, barakallahu fikum, aus diesen verschiedenen Überlieferungen, dann gibt es verschiedene auch Ansichten von den Gelehrten. Erstmal, die erste Sache ist, ist finsternes Gebet Pflicht oder Sunna? Wie wir gesagt haben, die meisten Gelehrten sagen Sunna, Abu Hanifa sagt Pflicht, Abu Uwana sagt Pflicht. Zweitens, wie betet man diese Raka? Zwei Raka. Drittens, wie macht man diese zwei Raka? Manche sagen, in jeder Raka zwei Ruku, andere sagen drei, andere sagen vier. Und alle sind authentisch überliefert. In jeder Raka, das wird dann 2, 3, 4, das wird 8 oder 6 oder 4. Dann viertens, betet man laut oder leise, wie wir gesagt haben. Laut oder leise, beide kein Problem. Beide kein Problem. Man betet das in Gemeinschaft, Jama'a. Der Muazzin sagt, As-Salatu Jami'a. Das Gebet wird gemeinschaftlich verrichtet. Danach gibt es eine Rede. Nach dem Gebet gibt es eine Rede, Barakallahu fikum, in dem man erwähnt, dass Sonne und Mond, die sind Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, und die werden nicht verdeckt oder bedeckt, weil jemand stirbt oder weil jemand geboren wurde. Manche Gelehrten auch sagen, man kann nur normale zwei Raka beten. Kein Problem. Aber eigentlich, man sollte nach der Sunna handeln.